Spiel 1 steht also an. Beton Berlin gegen die Gönnergy Allstars. Zwei Mannschaften, die das Feld so ein bisschen auf ihre Art von hinten aufrollen. Krasnici, hinten erster Aufbauspieler und Königs. Marco Königs! Wow! Das erste ganz dicke Hurra, vierte Minute, kommt durch den ehemaligen Drittligaspieler Marco Königs. Maxi Beister. Maximilian Beister. Ah, wäre die Möglichkeit, in die Mitte zu geben. Goalie ist da. Gibt die erste Ecke und neben Felix Stark, dem Founder, Lukas Podolski hier auch in der Halle mit Maradona-T-Shirt, wenn ich das richtig sehe. Jetzt aber erstmal Beton Berlin. Gönnergy hat aber einen herausragenden Keeper mit Niklas Reichel. Beide wollen noch in die Final Four, das merkt man. Kein Tor. Aber Felix Lobrecht und Kontra K, beide hier. Da die Jungs von Beton Berlin natürlich noch mal deutlich motivierter. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich traue es beiden zu, nach einem eher mäßigen Start in die Baller League. Da mussten beide ja an den ersten zwei Spieltagen Heftiges kassieren. Aber jetzt schraubt Beton Berlin dieses verschlossene Ding auf. Dank mit der Vorarbeit und dann irgendwie ein ganz krummes Ding. Ist das ein Eigentor? Ja. Eigentor von Hayrullah Alici. Oha, und gleich im ersten Spiel ein Kracher. Three-Play heißt im ersten Spiel in den letzten drei Minuten 3 gegen 3. Da kracht's meistens. Wer neu dabei ist, wir verändern in den letzten 3 Minuten jeder Halbzeitpause die Regeln ein wenig. Und das muss das 1-1 sein! Vom überragenden Mann der letzten Woche, Okan Dönmez. In Three-Play hat Beton Berlin mehr vom Spiel, aber noch nichts Zählbares. Flees. Und das wird vermutlich auch nichts mehr werden. Hier fallen die Tore oft sehr zahlreich im 3 gegen 3. Heute bisher noch nicht. Gibt es noch die eine Chance für Gönnergy. Krasnici. Der Abschluss kommt noch. Aber Reisgies ist da. Und Lukas Podolski macht Fotos. Das ist stark. Hat Lukas Mengele unserem Stammfotografen hier die Kamera weggenommen. Da bin ich gespannt. Ein echter Podolski. Hänge ich mir an die Wand, zeige ich euch, wie es ist. Letzte Woche war das hier eine Eruption bei dem Sieg. Und Beton Berlin hätte gerne seine dritte Ecke nach dem Kopfball von Flies. Jawohl, es ist die dritte Ecke und damit der Elfer. Kontra K hat hier gestern noch das Konzert gegeben in Köln. War ein fettes Ding. Lukas Podolski war auch da. Marco Königs. Königs! 2-0 Beton Berlin! Da, unhaltbar. Der ist brutal gut geschossen. Da passt keine Stadionzeitschrift mehr dazwischen. Freistoß Alici. Aha! Aha! Alici! Das ist ein Plot-Twist. Der Mann mit dem Eigentor, jetzt mit dem Freistoßtor für seine Mannschaft. Alici! Oh ja, und da wackelt sich schon wieder die Streamer-Booth. Gegensätze. Super Freistoß von Hayrullah Alici. 5 Minuten noch. Mauer steht. Egri. Volkan Egri. Auch der spielt beim FC Bayern Alzenau. Galaxy Fair Play heißt, jedes Foul wird mit einem, jedes gepfiffene Foul, mit einem Platzverweis geahndet. Seit dem Freistoßtor haben wir keinen Torschuss. Nee. Wie sehr wollen die Jungs das? Ja, wie sehr wollen die Jungs das?
ins Finale. Ich habe das Gefühl, gar nicht. Oha, klare Ansage von Teammanager Monte, wie wir da gerade gehört haben. Gibt es noch die eine Chance? Ich würde sie noch geben, aber vielleicht auch ein Konter für Beton über Vlies. Macht er sehr hübsch. Königs, der Mann, der hat schon getroffen und trifft. Ein drittes Mal, nein, aber Vlies, 3-1. Gönnergy muss aufmachen, läuft in den Konter. Königsding ist schon fast drin. Und dann Vlies. Und jetzt ist es vorbei. Beton Berlin ist nicht zu stoppen.